Hallo, da bin ich wieder. Und wie man sieht, von neuer Location. Also, wie gehabt, machen wir weiter mit den Buchbesprechungen. Heute habe ich das Buch mitgebracht von Jan Weiler, Kühn hat zu tun. Also Martin Kühn, 44 Jahre alt, Polizeikommissar, fleißiger Mann, sehr intelligent, hat zwei Kinder, wohnt in so einem Vorort von München, hat da sein Eigenheim gebaut und ja, ist immer ein bisschen problematisch mit dem Geld, damit so rumzukommen, wenn man gebaut hat, weiß man ja, seine Tochter wünscht sich zum Geburtstag ein Pony, kostet ja nichts. Und sein Sohn ist in einem schwierigen Alter und hat so einen leichten Hang zu den Rechten. Und es ist, wie viele Eltern ja wissen, schwierig, an die Kinder in diesem Alter ranzukommen. Ganz nebenbei hat er ja auch noch ein bisschen einen Job zu erledigen, der jetzt auch ein bisschen anspruchsvoll ist und nicht gerade easy going. Und dann hat sich in letzter Zeit auch in seinem Keller ein so komischer Pilz da gezeigt und so, wo noch keiner so richtig weiß, wovon kommt es eigentlich und ob es was damit zu tun hat, dass diese Siedlung auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik gebaut worden ist. Und als wenn das nicht alles schon genug ist, packt ihm auch noch einer eine Leiche sozusagen hinter seinen Garten. Und jetzt muss Kühn ermitteln und das tut er. Also er hat richtig viel zu tun. Ist ein Kluger, er kriegt das raus. Es ist so ein bisschen Krimi einerseits, dann ist es auch eine Familiengeschichte andererseits, hat mir sehr gut gefallen. Und was man ja auch sagen muss, Jan Weiler kann sehr gut schreiben. Erstmal hat er einen ganz köstlichen Humor. Ich habe mehrfach laut gelacht, wie ich das gelesen habe, weil das einfach so ein trockener, wunderbarer Humor ist. Jan Weiler selbst, ja, ist ja eigentlich, glaube ich, ganz, ganz bekannt. Inzwischen, seit Maria, ihm schmeckt's nicht. Er war ja auch lange Zeit Journalist. Er hat als Journalist gearbeitet, hat fürs SZ-Magazin gearbeitet und da war er Chefredakteur und als Kolumnist für den Stern. Das ist einer, der das Geschäft kennt und der weiß, was er macht. Ich war im März auf der Buchmesse in Leipzig und habe da beim ARD-Terminal das Interview zwischen Jan Weiler und Dennis Scheck gesehen. Und Dennis Scheck meinte am Ende des Interviews, dass dieses Buch ja nach einer Fortsetzung schreien würde. Woraufhin Jan Weiler gesagt hat, wenn Dennis Scheck sich auf seiner Homepage ein Foto wo er einen Norweger-Pullover trägt, wenn er das auf seine Homepage stellt, dann gibt es eine Verlängerung. Da bin ich mal gespannt, da habe ich ein Auge drauf und ich hoffe, dass Dennis Scheck den Norweger-Pullover anzieht. Bis dahin, ja, man sieht sich wieder, bis neulich und tschüss.